I saw. Whoa, 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 whoa. Uh, Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills. Do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna black on my blessings. They thought I lost a stepping I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rockin' with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Sending emojis. I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the old me. When time, rock a cold fleece, pocket fat, that's OB. Nice. only talking money if it's increased she give me brain girl no teeth i touch down bust down she busted open for a real nigga stay timey up trying to build it up trying to count it up hell figures don't be chillin' with no lil niggas and if i do i be real with them chase a dream that's the mill ticket Servus Freunde und willkommen zurück bei dem Review zu der KFS Second Edition. Bei der ersten habe ich es leider versäumt, ein Video zu machen, deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass die Second Edition heute hier im Review ist. Die KFS Second Edition ist seit letztem Sonntag erhältlich und kostet 160 Euro. Ist kein ganzes Komplettset, aber man kriegt immerhin eine Reisetasche und ein sehr, sehr schönes Mundstück dazu, das ich leider gerade verlegt habe und ich deswegen gerade ein anderes nehme. Seht es mir bitte nach. Das Mundstück ist aber sehr, sehr schön. Ich blende euch darauf hin. Fall mal noch ein Bild ein. Die Mundstücke und auch die Pfeife haben immer passende Sleeves. Da gibt es auch verschiedene Farben. Könnt ihr euch gerne mal bei Ocean durchklicken und euch die verschiedenen Farben angucken. Ich fand das Türkis oder bei Ocean Shades auf Englisch, also Turquoise sieht sehr, sehr nice aus. Die Pfeife ist aus Edelstahl, aber trotzdem gefärbt und ich habe mir hier zum Beispiel die etwas dunklere Edelstahl-Variante ausgesucht, weil ich finde, da poppt die Farbe dann doch nochmal ein bisschen cooler und das zusammen mit dem Epoxy-Sleeve sieht dann einfach sehr, sehr schön aus. Aber ich nehme schon wieder viel zu viel vorne weg. 100 60 Euro. Ihr kriegt wieder eine Tasche, wie wir das also schon gewohnt waren bei der KFS und ein passendes Mundstück mit einem schönen Sleeve. Wie immer bei den Reviews würde ich sagen, hangeln wir uns da mal ganz normal an unseren reviewpunkten entlang, angefangen mit Verarbeitung, Qualität und Materialien. Ich habe es ja eben schon kurz angeschnitten. Die Pfeife ist aus Edelstahl V2A. Das heißt, vor Rost müssen wir keine Angst haben und man kriegt Edelstahl-Pfeifen auch immer ein bisschen besser sauber als Pfeifen jetzt aus Aluminium oder Kupfermessing, wie auch immer. Edelstahl ist da die beste Variante, hält am nächsten, am stabilsten und so weiter. Edelstahl ist der. To go. Aber das haben wir ja mittlerweile auch bei vielen Pfeifen, also das ist ja keine krasse Besonderheit mehr, würde ich sagen. Die Bowl ist natürlich aus Glas, man hat da bei Ocean verschiedene Möglichkeiten. Ihr habt natürlich erstmal eine Standard-Bowl aus ganz normalem Glas mit dabei, aber Ocean hat ja auch sehr, sehr schöne, von Caesar gefertigte, im eigenen Design gemachte Bowls. Und eine davon habe ich auch jetzt gerade hier drunter, finde ich einfach sehr, sehr schön, kosten natürlich auch ein bisschen was, aber eine bessere Qualität an Glas als Caesar da eben bietet, gibt es meiner Meinung nach einfach nicht auf dem Markt. Und die meisten Leute, die sich mal eine Caesar wohl gekauft haben, die wollen auch direkt noch mehr. Deswegen habe ich die jetzt auch drunter. Runtergepackt. Aber auch die normale Bowl ist vollkommen in Ordnung. Ist halt relativ schlicht. Aber ich hatte da keine Bläschen drin. Sie war oben schön gerade. Sie stand gescheit auf dem Tisch. Also alles so, wie man das bei einer Bowl eben haben will. Was das Metall angeht, hatte ich auch gar keine Probleme. Das heißt, ich hatte weder Kratzer drin, noch irgendwie unsaubere Stellen. Es ist alles schön entgratet. Das fühlt sich sehr gut an. Der Teller könnte noch ein bisschen mehr entgratet werden. Aber ist auf jeden Fall entgratet. Also man merkt das. Da schneidet man sich auf jeden Fall nicht. Und das finde ich auch sehr cool. Der zweite, der kleine Teller, ist auch entgratet. Das fehlt nämlich bei manchen Pfeifen schon, dass dann der zweite Teller, der ja dann innen liegt, irgendwie nicht entgratet wird. Obwohl der innen liegt, muss er meiner Meinung nach aber trotzdem entgratet werden, weil gerade wenn man die Pfeife mal zum Reinigen auseinanderschraubt, hat man ja trotzdem die Teile in der Hand. Auch wenn man jetzt so nicht so einfach dran kommt. Deswegen cool, dass das hier gemacht wurde. Das besondere Feature von der Pfeife ist ja, dass man mit einfachem Drehen an dem Teller den Blow-Off umstellen kann. Das heißt, ich kann jetzt so ein Stück drehen oder drehe so ein Stück. Das sind ungefähr so anderthalb, zwei Zentimeter, die man da drehen muss. Und auch dieser Mechanismus funktioniert hervorragend. Deswegen muss der auch mit in die Kategorie Verarbeitung. Gehört ganz klar dazu. Ich hatte ein klitzekleines Problem damit. Das ist aber eher ein User-Problem gewesen als ein Ocean-Hersteller-Problem. Und zwar war das Problem, dass ich nicht vorher alles rechtsrum richtig schön fest angezogen habe. Dann kann es euch passieren, dass, wenn man versucht, linksrum zu drehen, man auf einmal die Rauchsäule so Sozusagen ein bisschen abschraubt. Deswegen achtet darauf, wenn ihr die Pfeife habt, dass ihr das ordentlich fest zusammenschraubt. Nicht übertreiben, wir wollen nichts kaputt machen, aber ihr müsst darauf achten, dass das gut sitzt. Ansonsten dreht ihr an dem Teller und dann löst sich die Rauchsäule und das ist dann auch nicht schön. Der Mechanismus hat aber wirklich hervorragend funktioniert. Da hingen die Kugeln, da kamen die irgendwie aus dem anderen Ventil noch Rauch raus oder so und ich würde sagen, ich rede so viel davon, ich zeige euch das einfach nochmal. Ich habe auch natürlich noch B-Roll für euch, aber ich zeige es euch auch einfach nochmal hier, damit ihr seht, dass das ganz flüssig funktioniert. So, einmal der Teller, machen wir direkt weiter. Ich drehe einmal 2 cm im Uhrzeigersinn am Teller und dann kann ich nach unten entlüften. Und wie ihr seht, also da stand jetzt halt noch ein bisschen Rauch auf dem Teller, aber da kommt nichts aus dem Teller raus. Das schließt wunderbar ab und das funktioniert sehr geil. Also, so gut wie so ein System funktionieren kann. So funktioniert es. Also er ist wirklich wunderbar. Da hat man keinerlei Probleme. Und genau das zieht sich auch durch die ganze Pfeife. Wir haben beim Schlauchanschluss zwei O-Ringe dran. Ein Schliff wäre mir zwar lieber gewesen, aber für einen o anschluss funktioniert er hervorragend. Das heißt, er geht sehr, sehr einfach ab, er geht sehr einfach dran, aber er rutscht nicht ab, wenn man es nicht will. Aber trotzdem, wenn ich den jetzt abmachen will, dann geht das ganz easy. bisschen drehen und ziehen, dann hat man das Ding schon in der Hand. Und Genau so sollte ein O-Ring-Anschluss sein. Ein Schliff wäre mir trotzdem lieber, aber es ist ein kleiner Wermutstropfen. Also es macht am Ende des Tages einfach nicht viel aus, weil der, so wie er ist, schon sehr gut funktioniert. Ja, also Verarbeitung können wir, glaube ich, abschließend sagen. Gute Materialien gewählt. Epoxy ist auch super, auch keine Lufteinschlüsse oder so. Glas ist auch super, egal ob bei der Standard Bowl oder bei der Caesar. Bei der Caesar ist natürlich klar, das ist dann nochmal ein Quantensprung an Qualität, was man da bekommt. Dafür legt man halt auch für eine Cäsar Bowl zwischen 100 und 200 Euro auf den Tisch. Als nächstes kommen wir zum Design und das finde ich sehr, sehr gelungen. Man erkennt immer noch auf den ersten Blick, dass es eine Ocean ist. Nicht nur wegen dem riesen Logo-Aufdruck auf dem Teller, aber auch an der Rauchsäule und auch an der Base, finde ich, erkennt man schon noch, dass es eine KFS ist. Die Base hat sich aber vielleicht am meisten verändert und hat jetzt noch ein sehr, sehr schönes Muster da drauf bekommen, das auch eingraviert wurde. Finde ich sehr, sehr geil. So Details sieht man auf jeden Fall gerne. Die Wahlen mit Edelstahl und Epoxy, die gab es ja auch schon bei der ersten KFS und jetzt auch natürlich bei der KFS Second Edition. Finde ich sehr gelungen. Ist schon äh, jetzt länger bekannt. Dass das eine sehr schöne Kombination an Designelementen ist und das macht sich eben auch bei der Pfeife sehr sehr gut. Allgemein ist Design natürlich Geschmackssache. Ihr müsst wissen, gefällt euch die Pfeife oder gefällt euch die nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, was mir nicht super gut gefällt, aber andere jetzt vielleicht feiern, ist der relativ große Teller. Das hat natürlich positive Punkte, wie zum Beispiel, dass der Blow sich auf einer größeren Fläche verteilt, aber für mich auch negative und das sind die Proportionen. Also ich finde, der Teller sollte ungefähr so groß sein wie eine Bowl oder zumindest nicht größer. Und bei der Pfeife ist er halt doch Schon ein bisschen größer als die Bowl. Finde ich jetzt persönlich nicht ultra schön, hat mich aber auch bei der KFS ehrlich gesagt nicht so krass gejuckt, weil sie insgesamt trotzdem sehr, sehr schön ist. Die Farbwahl mit dem gefärbten Edelstahl finde ich richtig nice. Das hat man nicht so oft, hebt die Pfeife auf jeden Fall noch mal ab und dadurch erkennt man auf jeden Fall ganz, ganz schnell, ob jemand eine KFS 2 hat. Ja, nachdem wir Verarbeitung und Qualität durch haben und uns die Optik angeguckt haben, ist es Zeit für das Rauchverhalten. Und das Rauchverhalten war etwas, das ich bei der KFS immer sehr gerne mochte. Und ich kann sagen, dass es relativ nah an den ersten Part von der KFS rankommt. Die KFS 2 hat ein Closed Chamber System. Ganz klare Sache. Ne? Wir haben unten eine glatte Base mit einer Bohrung, die gerade nach unten in die Bowl geht. Ergo, Closed Chamber. Der Durchzug ist sehr gut. Er ist zwischen der Breeze 2 und der Penta. Die Penta war ja für mich immer vom Rauchverhalten ein bisschen geiler als die Breeze. Dafür hat mir die Breeze optisch ein bisschen besser gefallen. Und jetzt haben wir in der Mitte auch noch die KFS und ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich entscheiden soll. Aber der Durchzug auf jeden Fall sehr gelungen. Auf einer Skala von 0 bis 10. Ich zeige euch nochmal einen kompletten Zug. Also einmal komplett Lunge raus. Aus und einmal einen kompletten Zug nehmen. Das ging fix. Hat auch meine Lunge gemerkt. Ach, eine Note vergeben ist schwer. Der Penta habe ich ja so eine 9,5 gegeben und der KFS würde ich eine glatte 9 geben. Wirklich sehr geiler Durchzug, gefällt mir echt gut. Entlüften geht auch relativ einfach. Man merkt auf jeden Fall einen Widerstand, aber auf gar keinen Fall so, dass es nervig wäre. Also das geht auch relativ easy und relativ schnell. Gefällt mir auch. Äh, was man beim Rauchverhalten noch dazu sagen muss, die Pfeife hat einen abnehmbaren Diffusor. Das ist für manche Leute extrem wichtig. Für andere ist es relativ egal. Ich finde es eine coole Kleinigkeit. Ohne Diffusor ist es blubbern echt nice. Mit Diffusor habt ihr sie relativ leise, aber man hört sie trotzdem noch. Also ist nicht der krasseste Diffusor in der Geschichte von Wasserpfeifen. Aber wenn man einen Film guckt, auf jeden Fall angenehmer mit dem Diffusor. Und das war es eigentlich auch schon zum Rauchverhalten sehr nicer Durchzug, einfaches Entlüften und natürlich die zwei coolen Entlüftungsvarianten, auch wenn ich denke, dass die Pfeife bei mir meistens eher auf dem Teller blow-off stehen wird. Fazit und Einordnung im Markt. Wir haben jetzt die nächste Pfeife, die coole Blow-off-Möglichkeiten bietet, die mit Epoxy spielt, die eine gute Qualität hat, die ein nices Rauchverhalten hat und das alles in ungefähr derselben Kategorie wie die Breeze 2 und auch noch die Penta und natürlich auch noch die Xhuka Division Nano. Und da ist es für mich immer noch sehr, sehr schwer. Es gab ja schon die Folge Shisha WG diskutiert mit dem Konsti zusammen, wo wir uns zusammengesetzt haben und die erste Generation an Pfeifen verglichen haben. Jetzt bringt Ocean die zweite raus und das macht es mir absolut nicht leichter, wenn überhaupt, dann macht es mir das nur noch schwerer, weil ich mich jetzt gar nicht mehr zwischen den vier Pfeifen entscheiden kann. Vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren helfen, was ist eure Lieblingspfeife? Schreibt gerne mal unten rein. Wenn ihr das Design von der Ocean mehr mögt als von der Breeze und ihr nicht den krassesten Durchzug haben wollt, den es gibt, wie zum Beispiel bei der Penta, sondern ihr so ungefähr das Mittelding haben wollt, dann ist es eine sehr, sehr geile Wahl. Von den Blow-Off-Möglichkeiten haben wir bei der Breeze 4 bzw. 5. Dafür muss man sie eben mal umbauen. Bei der Xhooker Division Nano haben wir noch mehr muss man aber auch umbauen. Bei der Penta haben wir nur eins, dafür kann man nichts umbauen, dafür hat die meiner Meinung nach das beste Rauchverhalten. Bei der Ocean hat man zwar nur zwei Blow-off-Möglichkeiten, muss aber nichts umbauen, sondern einfach kurz am Kohleteller drehen. Es ist für mich wirklich ein einziges Dilemma zwischen diesen vier Pfeifen. Am besten holt man sich alle vier, aber ich weiß, dass es natürlich für die meisten keine Option ist. Lasst uns gerne in den Kommentaren drüber diskutieren, was da wohl die beste Wahl ist, aber im Endeffekt wird es wahrscheinlich einfach eine persönliche Entscheidung sein. Ich bin mir sicher, mit der Ocean KFS 2 wird auf jeden Fall keiner einen Fehlkauf tätigen. Wenn man auf kleine Pfeifen mit gutem Durchzug und einem schönen Entlüftungssystem steht, dann ist die Ocean KFS 2 Second Edition genau das Richtige. Leute, das war's mit dem Review. Ich hoffe, dass ich euch wenigstens ein bisschen helfen konnte bei der Entscheidung. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Wir sind kurz vor den 100k. Ich würde es feiern, wenn ihr mich da noch ein bisschen supportet und noch ordentlich Abos raushaut. Und dann bis zum nächsten Video. Eure Shisha WG.